Wir sprechen heute mal wieder über Retinol und zwar über das Retinol von No und wie mir das gefällt, sage ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über das Retinol von No. Das ist bereits schon das zweite Produkt, was ich von der Marke vorstelle. Das erste verlinke ich dir auf jeden Fall hier. Und beim ersten Produkt hat mich die Caro entdeckt. Und die Caro heißt zum Nachnamen Kroll und ist Miterfinderin der Marke No. Also könnt ihr ein bisschen gespannt sein. In Zukunft wird da das ein oder andere Video auch noch entstehen. Und gerade mit neuen Produkten, weil die Marke No möchte neue Produkte auf den Markt bringen. Nach dem Sommer, so viel ich weiß. Und ich bin super gespannt, was dann noch kommen wird. Weil meiner Meinung nach hat No einfach ein wahnsinniges Potenzial. Und die hochwirksamsten Inhaltsstoffe, die es eben im Drogeriebereich gibt, da sieht es ja relativ mau aus. Und wir sprechen über das Retinol und ich habe ja bereits schon zum Thema Retinol einen Faktencheck gemacht. Würde an der Stelle einfach ein bisschen zu weit gehen, wenn ich das alles erklären würde. Guck einfach mal unter das i, da findest du eben auch das Video zum Retinol. Guck es dir an, falls du es noch nicht weißt. Und ich möchte dir aber hier an der Stelle einen kleinen Tipp mit an die Hand geben. Aus Faulheit drückt man oftmals gleich auf die Pipette. Das ist nicht gut. Retinol mag kein Licht und keine Luft. Und man drückt natürlich Luft ins Produkt rein. Hol die Pipette raus, drück auf die Pipette drauf und et voilà. Du hast keine Luft ins Produkt reingedrückt. Es hat immer so ein bisschen, wenn du mit so hochwertigen Serienarbeit, das ist halt immer so eine Sache. Das Produkt kostet 16,95 € und ich blende euch jetzt mal die Inhaltsstoffe ein und ihr werdet sehen, da sind halt wirklich richtig, richtig tolle Sachen dran. Mit unter Squalan. Zu Squalan habe ich auch schon einen Faktencheck gemacht, verlinke ich die auch mal unter dem i. Und es ist eben auch Jojobaöl enthalten, was halt einen guten Lipidfilm auf der Haut macht, damit eben die Feuchtigkeit in deiner Haut drin bleibt. Es macht dir halt absolut nichts vor. Also du wirst jetzt keine Wunder erleben, wenn du das mal eine Zeit lang aufträgst und darauf warten, dass deine Falten verschwinden. Im Gegensatz zu Bekannten, die ich habe und Freunde, die sowas eben nicht verwenden, sehe ich halt schon, weil ich inzwischen darauf achte, dass die eben schon leichte Fältchen haben und ein bisschen mehr Probleme mit trockener Haut etc. Also es macht schon einen Unterschied. Und selbst ist man ja immer noch so ein bisschen kritischer mit sich selber und sieht eben Veränderungen nicht so, wie es ein anderer eben sieht. Also da wirklich nicht zu viel erwarten und denken, boah, jetzt kriege ich voll die glatte Haut und so. Also da wirklich mit sehr, 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 sehr viel Geduld arbeiten. Wie ich ja schon erwähnt habe, ist Retinol lichtempfindlich, auch auf deiner Haut. Wenn du es wirklich tagsüber auftragen möchtest, nimm einen Sonnenschutz. Ich meine, einen Sonnenschutz solltest du eh immer verwenden, wenn du so hochwertige Inhaltsstoffe verwendest, dann eh. Aber da ist es besonders wichtig. Und am besten trägst du Retinol in der Nacht auf. Das mache ich auch. Ich habe es sogar in meiner Nachtcreme mit drin. Und ich vertrage es unwahrscheinlich gut. Die Verträglichkeit soll hier besonders hoch sein. Ich vertrage es, bedeutet aber nicht, dass du es verträgst. Sei ein bisschen vorsichtig am Anfang, wenn du eine sensible Haut hast oder dich als Mensch mit sensibler Haut einschätzt, weil Retinol schon ein bisschen reizen kann. Also da dann wirklich die Haut ein bisschen trainieren, nicht jeden Tag auftragen, sondern vielleicht so einmal pro Woche auftragen und sich dann ein bisschen steigern, also die Haut dran gewöhnen. Aber in der Regel ist der Inhaltsstoff, der hier enthalten ist, verträglicher einzustufen. Also Retinol ist auch nicht gleich Retinol, also da muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Ich habe das jetzt schon eine ganze Weile und ich mag das halt. Also es ist am Anfang, und das weiß ich halt von dem anderen Produkt auch, schon ungewöhnlich, dass du nicht diesen Soforteffekt hast. Ne? Also weil Retinol und die ganzen anderen Inhaltsstoffe, die machen halt deine Haut gesünder. Das ist halt nicht was du von jetzt auf gleich bemerkst, sondern das muss man halt einfach auf längere Sicht betrachten. Und das ist halt das Gute an der Sache. Ich behalte mein Produkt
im Kühlschrank auf, weil ich einfach ein paar Produkte mehr habe und das vielleicht nicht in einem halben Jahr schaffe. Aber das ist ja schon mal das Positive. Wir haben hier 20 Milliliter und diese 20 Milliliter, die sind aufzubrauchen. Das ist absolut kein Problem. Nicht wie jetzt beispielsweise bei dem Produkt von Set Natural, guck mal unter dem i. Da habe ich eine riesen Bottle bekommen, habe ich geschlafen bei der Bestellung. Und das ist halt immer so eine Sache, viel hilft nicht viel. Bloß wenn man denkt, ah, das ist ja dann günstiger, muss man es halt eben auch aufbrauchen können. Und klar, es hilft auf jeden Fall, ein Produkt im Kühlschrank aufzubewahren. Bei dem Klima im Bad ist es immer so eine Sache. Durchs Duschen ist es halt immer so ein bisschen wärmer und im Winter ist es so oder so wärmer. Und feuchter vor allem. Und das sind halt alles Faktoren, die solche Inhaltsstoffe auf Dauer nicht so geil finden. Nochmals zwei Sätze zu der Marke No. Die Marke ist auf Wünsche der Caro entstanden. Sie ist durch die Drogerie gegangen und hat halt einfach nicht das gefunden, was sie finden wollte. Jetzt ist natürlich die Idee dahinter nicht nur aus ihrem Interesse entstanden. Ihr Vater hat dann gesagt, gut, wir entwickeln das. Er ist schon lange Jahre in der Kosmetik unterwegs und hat viel Erfahrung in dem Bereich. Und so entstand eben die Marke. Und was ich halt toll finde, ihr müsst euch unbedingt mal das Interview angucken. Sie gehen auf Messen, wenn es wieder möglich ist, auf Messen zu gehen, ungeschminkt. Also nur ein bisschen Wimperntusche, weil sie eben auch dem Endverbraucher nichts vormachen wollen. Das gibt es ganz oft, dass man zugeschminkte Models hat und denkt, boah, die haben aber eine richtig gute Haut und so. Und das braucht man bei No nicht. Guckt euch auf jeden Fall mal das Interview an. Heute ist einiges unter dem i verstaut. Einfach mal reingucken. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Schreib mir gerne deine Erfahrungen zu der Marke in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.